hab's nicht gesehen, im Koffer war. Warte, war das nicht im Koffer? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab's das letzte Mal in Las Vegas auf dieser Ablage gesehen. Ich suche es. Ah, vielleicht ist es im Koffer schon. Ja, 100% haben wir es probiert. Wollen wir eine Wette machen? Und was sollen wir wetten? Ich weiß es nicht. Der Verlierer muss morgen Frühstück machen. Alleine. Nee, heute Abend, falls wir essen gehen, bestimmt der andere, was der andere ist. Okay. Ja? Ich sag's nicht drin. Du sagst es nicht drin. Ich sag es drin. Wir sind gerade gestern aus Florida gekommen. Wir haben 2 Tage nicht geschlafen. Und hier ist noch totales Chaos. Wir sind original 10 Minuten aufgewacht, bevor der nette Mann hinter der Kamera aufgetaucht ist. Und hier ist noch volle Katastrophe. Wir suchen jetzt Ölspray, um unser Frühstück zu machen. Ich hoffe, dass ich die Wette gewinne. Der Kaffee, den du zur Olympia bekommen hast, habe ich gefunden, aber kein Ölspray. Hat der den kolumbianischen Kaffee mitgenommen? Ja. Ja. Er hat auf dich gelauert, er hat gewartet, bis du von der Bühne kommst, um dir den kolumbianischen Kaffee zu geben. Ja, aber das ist voll lieb. Das ist richtig goldig, aber wir haben leider keine Kaffeemaschine. Ja. Also nur Senseo, aber der hat Herz. Meine Sniffies angelegt. Sag das nochmal. Das ist was. Das macht meine Nase größer. Ich sehe jetzt aus wie Samuel L. Jackson. Geil, ja. Ja. Nee, das öffnet so die Nase morgens halt oder gerade von der Schlafmaske und beim Training ist es immer ganz geil. Okay. Warum hast du die Thematik mit irgendwie verschlossener Nase? Hast du den Nasenspray-Junkie oder ist das einfach so, dass du sagst... Ich bin nach wie vor Nasenspray-Junkie. Okay. Da steht das letzte übergeblieben. Willkommen. Herr Sommerfeld, was gibt's denn zum Frühstück? Erstmal Wasser. Und Squeezy. Die Probe Squeezy. Was ist das für ein Geschmack? Strawberry. Killer. Ist geil. Kalorien? Nein. Wenig. Der Scheiß ist lecker. Ich hasse Wasser trinken. Weiß man schon, was es für Geschmäcker gibt? Darf man schon verraten? Ich weiß es nicht auswendig. Muss mal gucken. 40, glaube ich, Strawberry. Ja, ich muss gucken, aber das ist cool. Wassermelone. Wassermelone. Cherry. Ah, geil. Cherry ist geil. Cherry ist mega. Was ist das? Oh, das ist von gestern. Ja, das ist Gemüse, oder? Ja, das ist das Chicken. Das sieht ja, so komisch aus. Lass uns das Chicken mit Frühstück machen. Wer hat das schon mal gegessen? Das ist Gyros Chicken. Das ist gewürzt und totgebraten. So. Leute, jetzt machen wir Eier ohne Öl. Ich bin in der Off-Season Frühstücksbeauftragter. Und Shani macht immer, während ich Wettkampfdiät mache, Frühstück die letzten 4 Wochen. Also ihr switcht quasi, ja? Ja. Und Shani ist Joghurtbeauftragte in der Offseason, aber auch Abendessenbeauftragte in der Diät. Wir haben so unsere Dinger. Regeln. Unsere Regeln. Wir brauchen feste Regeln. Oh nein, weißt du, was ich vergessen habe zu machen? Ingwer zu kaufen. Avocado zu machen. Unsere Holy Guacamole. Guck mal, ob du ein paar gute Avocados gestern aufkommen. Ich bin Avocado-Beauftragter und das ist mein Job. Ich kann das. Mein Vater hat in den USA, ich habe gesagt, hey Dad, wir brauchen Avocados. Ja, yeah, okay, besorge ich. Mein Vater hat gefühlt noch nie ein Avocado in der Hand gehabt, kommt nach Hause. Und hat eine Birne gekauft. Nee, schlimmer. Avocados, die so roh waren, dass sie steinhart waren. Okay. Dann kam auf die Idee, die raus in die Sonne zu legen für 4 Tage. Dann waren die außen schwarz, innen noch hart und voll verschimmelt. Ja, scheiße. Der Vater, Alter. Ich glaube, das war mein Fehler. Wir standen an der Kasse, als du beim Friseur warst. Und ich meinte so, da standen die Avocados quasi straight neben der Kasse. Und ich sagte so zu ihm, ja bitte hol mal gerade 4 Avocados. Und er geht und er tastet die alle so an. Und ich denke so, ja, der hat das voll drauf. Der weiß genau, was er tut. Der kam noch, der tut einfach so, als ob er Plan hat. Ja, wirklich. Der stand da so, hat die in die Hand genommen.
hat die so gedrückt, hat kritisch geguckt, hat die wieder weggelegt, hat die nächste genommen, aber hat scheinbar nicht geholfen. Pass auf, Schatz, das... Ich weiß. Meine Frau hat mir gestern schon gesagt, dass der Deckel nicht ganz feste ist. Das muss ich jetzt den Deckel festhalten. Wird das jetzt die Portion für euch beide? Oder ist das erstmal deine und dann folgt die von dir? Nee, das ist unsere beide. Ich krieg 3 Eier, Scheine kriegt 2 Eier. Und dazu kommt noch ein bisschen Hähnchen. Ich bin jetzt gerade dabei, ein bisschen weniger tierische Produkte zu konsumieren. Also weniger Fleisch, weniger Eier, weniger Joghurt. Natürlich, Proteine müssen gedeckt werden, deswegen haben wir nach wie vor. Aber ich versuche das möglichst niedrig zu halten. Außerdem haben wir morgen oder heute Meal Prep für die restliche Woche. Ja, das soll heute ankommen. Ja. Machst du so eine Art Detox aktuell? Ja, ich habe jetzt nach dem Wettkampf, ich habe gestern sogar ganz fleißig Stories gemacht. Das heißt, wir verdoppeln erstmal Probiome, das Mikrobiom zurückkommt. Ich habe jetzt die letzten Wochen, ich glaube, original 3 verschiedene Gemüsesorten gegessen und wenn ich jetzt zum Beispiel viel Salat esse, bin ich aufgebläht und das sind alles so Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Also Probiom hoch, Ballaststoffe hoch, tierische Produkte ein bisschen runter, Fette hoch, Kohlenhydrate wieder hoch. Also es geht jetzt darum, wieder so zurückzufinden zu einem gesunden, funktionierenden Körper. Und jetzt ist halt gerade nicht Muskelaufbau oder Muskelerhalt. Meine Kalorien sind hoch genug, also jetzt einfach mal ein bisschen Körper chillen lassen und dann in ein paar Wochen ist wieder alles gut und dann ist wieder Game Time. Schatz, guck dir das mal an. Das ist original der kleinste Kern, den es jemals in Avocado gegeben hat. Ja, normalerweise ist die Avocado so, dass der Kern riesig ist und nur ganz wenig Avocado drin ist. Und es ist unglaublich, wie teuer Avocados sind in Deutschland. In Mexiko zum Beispiel kostet so ein, keine Ahnung, so ein ganzes Netz voll irgendwie 1 Euro. Selbst in Vegas haben wir teilweise eine Avocado für 1 Euro bekommen. Aber weißt du was? Ich habe angefangen auf dem Flug, also ich habe 14 Stunden lang straight den Olympia-Film gecuttet und da habe ich ganz viele Trainingsszenen vom Posing-Training gefunden. Das wird cool. Aber vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitbekommen. Wir sind jetzt die ganze Woche in Deutschland mit Pete gemeinsam und am Samstag sind wir auf der DJ Classic. Wir haben den ganzen Stand mit dabei und Achtung, ich glaube 1000 Goodie Bags for free. Ich bringe noch Merch mit. Wir können uns den ganzen Tag unterhalten. Ich bin quasi nur da für euch zum Quatschen, Bilder machen, Blödsinn machen. Und einen Tag danach sind wir in Hanau bzw. in Rodenbach im Muscle House Gym. Und da ist der ganze Tag nur für euch. Wir machen eine Grillparty. Der Olympia-Film wird da abgespielt. Da ist auch Pete mit dabei. Da gibt es auch Goodies. Also das ganze Ding wird eine richtig coole Sache. Ich freue mich mega. Ich bin jetzt nicht mehr in Wettkampfvorbereitung. Also ich habe tatsächlich noch... kann antworten und hab richtig Bock. Also wer Bock hat, Samstag auf der DJ Classic oder Sonntag im Muscle House Gym in Hanau. Freue ich mich, wenn ihr kommt. Ey, mir blutet das Herz, ne, wenn ich so eine Aluminium, so ein Pfannbinder hab. Das macht die Pfanne einfach direkt tot. Hätte den noch. Dann kannst du... Sonst habe ich leider nichts. Nee, das... Aber wir haben 3 Pfannen, falls ich das irgendwie... Aha. Das ist schlimm, wenn du von Airbnb zu Airbnb hüpfst. Und du hast keine richtige Pfanne, dann hast du das nicht, die Tellerkatastrophe. Aber wir wissen, wie das funktioniert mittlerweile. Wir sind da geprobt. Deswegen bin ich Eierbeauftragter. Wunderschön. Gell? Du kriegst die 2 schönen Eier. Danke. Ich mach das auch immer so, wenn ich Frühstück mache. Wenn ein Ei kaputt geht oder so, dann nehme ich das immer zu mir. Ja. Willst du das Gemüse und das Chicken eigentlich noch kurz in die Pfanne hauen? Ja. Okay. Ja. Also für ohne Öl ist das nicht schlecht. Das ist übrigens unser Frühstück seit immer. Wir essen immer genau das. In der Diät tauschen wir dann den Toast zu Reiswaffeln und später dann gar keine Carbs mehr. Aber das ist immer unser Standardding. Guacamole, also das hier, gematschte Avocado, da kommen noch Gewürze drauf. Das kommt dann auf den Toast mit Gemüse. Mach das Gemüse mal rein, ja? Ja.
Genau. Mein Frühstück ist es schon seit über 10 Jahren. Immer. Ich habe sonst immer Porridge gegessen. In der Diät habe ich die letzten paar Wochen verzichte ich eher auf Carbs. Weil wenn ich dann im Training bin, habe ich diese Blutzucker-Thematik nicht. Ne, wenn du dann morgens Reiswaffeln isst und die sind relativ schnell im System und dann Blutzucker hoch, du trainierst Blutzucker runter, dann bist du so matschig. Ich hebe mir die Cups am liebsten für direkt nach dem Training. Provecho. Wir haben wieder Frischkäse. Ja. Ich habe Avocado, Schatz. Entschuldigung, du Model. Wann müssen wir da sein? In einer Stunde. Okay. Schaffe ich. Gehen wir danach trainieren? Yes, please. Schon hat es ja 2 Wochen nicht trainiert. Ja, weil ich ständig am Film bin. Du Arme. Und ich war krank. Ja. Eine Woche davon war ich krank. Scheinbar war krank. Aber ich muss mal sagen, dieses Mal habe ich dich nicht vor der Olympia angesteckt. Nein, diesmal habe ich dich angesteckt. Ja, nach der Olympia, das ist okay. Schade, die sind eigentlich 45 Jahre alt. Wir hören immer 80s Rock und alte Musik. Wir wissen gar nicht, was im Radio läuft. Wir hören immer 80s Rock. Wir sind immer voll schockiert, wenn wir in Deutschland sind und so Big FM hören und voll die Scheiße kommt. Ja, bin ich bei euch, kann ich absolut nachvollziehen. Du machst das Radio an und denkst so, what the fuck? Voll süß, da stand gerade ein kleiner Junge vor der Tür und meinte, ich habe ein Paket für euch. Der Arme. Und will ich das Riesenpaket so hochheben, der war vielleicht 1 Meter groß. Oh nein. Wieso lief der Paket da aus? Nein, die haben das angenommen für uns. Ach so. Okay. Auf jeden Fall. Ich dachte, die Kinder haben das verboten. Winfred ist da. Geil. Oh, was ist Prep on me? Oh ja, was geil. Was ist das? Das ist Wattezeug. Das ist Holz. Da ist Trockeneis drin. Ich hab Ofen. Ja, das ist alles recycelbar. Achtung. Hähnchen reicht Brokkoli. Hähnchen reicht Brokkoli. Geil. Achtung. Scheiße. Reisnudeln, Wokkenhähnchen. Ja, Reisnudeln mit Hähnchen. Ich will die Spätzle haben und ich habe die Spätzle mitgeschickt. Gartengemüsebowl. Yes. Oh, Lachs. Das ist der leckere. Erinnerst du dich? Ja. Lachs mit Reis und grünen Bohnen. Gai Pad Mat Mamurang mit Reis. Okay. Nein. Oh ja. Hähnchen mit Rotkohl und Spätzle. So wie es bei Oma früher an Weihnachten gegeben hat. Ist das nicht geil? Hähnchen, Rotkohl und Spätzle. 43 Gramm Eiweiß. 3,6 Gramm Fett. 11 Gramm Carbs. 9,2 Gramm Protein auf 100. Die ganze Portion. 16 Gramm Fett, 50 Gramm Carbs und 43 Gramm Eiweiß. Sexy. Geil. Du kannst keinen Bock mehr auszuräumen. Nee, jetzt darfst du. Danke. Ich mach YouTube. Okay. Kocht ihr aktuell überhaupt noch selber aus das Frühstück? Ja, wir haben Vegas komplett selber gekocht. Aber das ist halt auch einfach so eine Sache, wenn du Meal Prep machst, das ist zwar super praktisch, aber wenn du 4 Wochen vor dem größten Wettkampf der Welt stehst, ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass die dann Fett da reinmachen oder dass da irgendwas reinfliegt, was nicht reingehört. Und dass es dann halt Probleme in der Diät gibt. Deswegen so kurz vorm Wettkampf koche ich dann meistens vor. Aber sonst ist es halt super praktisch, wenn wir Prep haben.